So, meine Freunde, weiter geht's mit WWE 2K23 und endlich geht es wirklich weiter. Ich weiß, ihr wart alle, habt drauf gewartet, Kappa, aber jetzt geht's endlich weiter. Sorry nochmal für das ganze Warten, ich war krank, ihr habt es ja mitbekommen. Aber jetzt geht's endlich weiter und wir sind jetzt bei unserer ersten Show. Ja, erstmal muss man ja erstmal sagen, WrestleMania ist vorbei. Wie fandet ihr WrestleMania? Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Tag 1 fand ich überragend. Tag 2 fand ich jetzt eher so, naja. Also wir machen als Opener, machen wir normales One-on-One-Match. Da werden wir erstmal... Ja, wir müssen Kevin Owens gegen Sami Zayn erstmal stellen. Eingriff gibt es keinen. Und dann im Match speichern. Das ist so. Dann werden wir eine Herausforderung stellen. Und zwar... Matt Riddle gegen Gunther. Dann... Ach, scheiße. So, nochmal. Gegen Gunther. So. Dann machen wir das 1-on-1-Match. Was machen wir denn dann? Oh, jetzt sieht mein Controller aus. Dann außen wieder anmachen, eine Sekunde. Ich hasse es, wenn das passiert. Warum denn jetzt? Ah, oh, wie ich das hasse, ne? Versuchen nochmal anzuschließen hier. So, okay, jetzt geht's wieder. Dann machen wir ein Match mit Dexter Lumis gegen Ludwig, nein, Ludwig Kaiser gegen Dexter Lumis. So, nein. Speichern. Dann machen wir ein Frauenmatch mit Liv Morgan gegen Rhea Ripley. Aber nicht um den Titel. Eigenwerbung ein bisschen für Seth Rollins. Und so, das lassen wir ungebucht und dann machen wir ein... Ja, dann machen wir die Agents ein bisschen unter Vertrag nehmen. Dann den holen wir uns jetzt auch für das Main Event, holen wir uns dann noch... Triton! Wir holen uns Triton! Die Legende. Triton kommt ins Main Event. So, hier. Ins Main Event. Triton gegen Gunther. Darum Eingriff. Achso, okay, das kann ich ja nicht mal. Gut, dann machen wir keinen Eingriff. So. Das ist unsere... Warte. So. Kein. Machen wir ein bisschen Eigenwerbung für Wackel. So. Und dann werden wir die Buchung bestätigen. Tollkosten 8000. Wir gehen billig durch. In die Highschool-Turnhalle. Ganz auf Easiness. Yalla! So. Wir simulieren es natürlich. Und Kevin Owens gewinnt. Okay. Herausforderung. Rivalität, sehr gut. Simulieren Ludwig Kaiser gegen Dexter Lumis. Ah, das wäre super. Das wäre eine super Show bis jetzt. Performance. So, simulieren Rhea Ripley gegen Liv Morgan. Die Titelverteidigerin Rhea Ripley holt in sich. Okay. Weiter Eigenwerbung. Pop 1, okay. Und jetzt der Haupt. Das kann nicht sein.
Wir waren so schlecht. Okay. Ja, ja, gut, 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 bla bla bla. So, weiter. Weiter. Aber die Shows waren alle nicht sonderlich gut. Das müssen wir mal festhalten, ja? Die Shows waren alle nicht sonderlich gut. Wir sind ja letzter. Aber die letzten werden die ersten sein. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ja, Big ist okay, komm. Halt's mal. Eddie, wir brauchen dich. Yalla. Noch ein paar Frauen. Nikki Ash. Austin Theory wäre auch gut, sind wir auch noch. Ich brauche ein Tag Team. Ezekiel und Elias. So, so Show buchen. Nach der Herausforderung werden wir jetzt natürlich Gunther genau gegen Matt Riddle stellen. Und dann kommt ein Eingriff und jetzt heißt haltet euch fest. Jetzt kommt ein Eingriff durch Triton. Aber warte, wenn ich das so mache, gewinnt gegen Triton, gegen Gunther heißt das, oder? Ich hoffe, dass das gegen Gunther heißt. So werde ich es auf jeden Fall machen. So, dann Herausforderung. Aber nein, wir machen Werbung. Seth Rollins. Ja. So. Dann machen wir ein One-on-One-Match zwischen Eddie Guerrero und Austin Theory. So. Dann werden wir eine Einwerbung machen für Liv Morgan. Hier können wir auch mal ein Tag Team Match machen. Normales Tag Team Match. Ezekiel und Elias. Gegen Sami Zayn und Ludwig Kaiser. Heel Face Konstellation, ihr wisst, und ungebucht machen wir Main Event We Are Ripley gegen Nikki Ash. So. Hier geht's auch nicht gegen um den Titel. Yalla, buchen! Da will ich jetzt 5 Sterne mit. Eddie Guerrero gewinnt. Tag Team Match. Die Heels gewinnen. Also meine Champions sind zu. Schon simulieren. Wir haben halt Brock Lesnar, ja. Schon simulieren. Schon simulieren. Ah, ist ja wieder nicht gut, ne? Scheiße.
Wer ist die Wand an? Wieder letzter. Ja, ja, bla bla. Ja. Wird gemacht. Gunther, du kriegst ein Match. Ich glaube, ich gebucht. Yalla. Main Event. Gunther gegen Riton. Titel Match. Fans, World. World. Ah, das ist World, ne? Was ist, wenn ich Mans eingebe? Ah, okay. Ne, World, World. Wenn Triton Champion wird, dreh ich durch. So, dann machen wir Matt Riddle zum Start gegen... Seth freaking Rollins. Dann Liv Morgan gegen Raquel Rodriguez. Wobei nein, Liv Morgan gegen Nikki Ash machen wir mal. Ja. Dann machen wir Eigenwerbung für Rhea Ripley. Und hier machen wir... Nochmal Kevin Owens gegen Sami Zayn, damit wir da so eine kleine Feder haben. Und hier machen wir noch Eigenwerbung für Eddie Guerrero am Mike. Er muss bestätigen. Let's go! Bin der schlechteste GM aller Zeiten. One, two, bring that back. Medal gewinnt. Mittelmäßig. Umbewertung gut. One, two, it's over. Bring it. Ja, langweilig, ist doch klar. Ist die Pinkelpause. One, two, that's three. Let me hear the bell. Kevin Owens. Okay, drei, eins. Ja, wirklich aus. Danke, Gunther. Danke. Wichtig. Wichtig. Die Show simuliere ich aber ganz schnell. Die Show simuliere ich auch ganz schnell. Und die Show. Willkommen zum Pay-Per-View. Jetzt beruhigt euch doch mal. Willkommen zum Pay-Per-View. Zum Pay-Per-View sind wir da. Beim Pay-Per-View sind wir da. Guck mal, die haben alle keine Kohle mehr. Wir schlagen jetzt vor dem Pay-Per-View, schlagen wir jetzt zu. So, eine Woche noch, weil jetzt ist wichtig. Alter, man. Sehr schön. Ein Problem, weiter zur Buchung. So, jetzt kommt die Riesenshow, Show Logistik. Das Kapitol gemietet. Hier, zack, Kapitol. Smackdown, zack. Nee, das ist doch kein Problem. Ja. Fangen wir erstmal an mit. Warte mal. Jimmy und Jay Uso. Richtig. Den haben wir noch bei den Legenden. Den Cruiserweight. Ich finde Bad Bunny. Wir holen Bad Bunny. So. Show buchen. Wir fangen an mit Eddie Guerrero gegen Sami Zayn. So.
Dann Herausforderung, Matt Riddle, Gunther für den Pay-Per-View. Zack. Dann nochmal. Pinkelpausen-Match. Ezekiel gegen. Nein, wir machen das anders. Stopp. Wir machen Bad Bunny gegen Jey Uso. Machen ein bisschen machen Ausrichtungswechsel bei. Nein, wir machen kein Ausrichtungswechsel, das wäre dumm. Machen wir ein Tag Team. Also erstmal machen wir Eigenwerbung. Machen wir bei We Are Ripley. Der Owens wollte ja auch unbedingt dran, ne? Kevin Owens darf dann gegen Austin Theory ran. Eine Herausforderung gibt es ja noch von Nikki Asher mal gegen Rhea Ripley für den Pay-Per-View. Und Main Event wird ein Tag Team Match. Dana Long ist da. Gunther und Ludwig Kaiser gegen Triton und Dexter Lumis. Einfach so random mal rein da. Yalla. Die Show wird super. Da spüre ich, die Show wird Weltklasse. Das ist die beste Show aller Zeiten. Eddie gewinnt. Aha, 5-3 Sterne. Der Uso, mittelmäßig. 2 Sterne ist schon mal besser als 1 Stern hier. So. Mittelmäßig. Qualität hinzu. Tag Team Match. Profi Kaiser. Das war eine super Show vom Pay-Per-View. Da hab ich ja richtig Lust auf den Pay-Per-View. Oh! Wir waren aber mal gleich auf. Wir waren nicht so schlecht. Das war unsere beste Woche, oder? Willkommen! Jetzt ist der Pay-Per-View.